Willkommen in die Reparaturzeit. Heute werden wir uns die besten Akku-Exzenter-Schleifer ansehen. Der Einhell 1832 ist ein leistungsstarker akkubetriebener Exzenter-Schleifer, der vor allem für intensive Werkstattarbeiten ausgelegt ist. Dank seines bürstenlosen Motors bietet er eine längere Lebensdauer und mehr Power als herkömmliche Schleifer mit Kohlebürsten. Das Gerät ist Teil der Power Exchange Familie, was bedeutet, dass es mit jeder 18 Volt Batterie aus dieser Serie betrieben werden kann. Besonders hervorzuheben ist der Schwingkreis von 3,2 mm, der für eine gleichmäßige und feine Schleifleistung sorgt. Die Drehzahl kann elektronisch gesteuert werden, sodass das Gerät optimal auf das zu bearbeitende Material abgestimmt werden kann. Das ergonomische Design mit abnehmbarem Zusatzgriff und Softgrip-Flächen ermöglicht eine komfortable Handhabung. Auf der anderen Seite hat das Gerät auch einige Nachteile. Es wird ohne Akku und Ladegerät geliefert, was bedeutet, dass zusätzliche Kosten anfallen, wenn man diese noch nicht besitzt. Außerdem könnte das Gewicht von 1,1 Kilogramm für längere Einsätze ermüdend wirken. Einige Nutzer könnten den fehlenden Tiefenanschlag und die Tatsache, dass das Gerät nicht für sehr grobe Arbeiten ausgelegt ist, als Mangel empfinden. Insgesamt ist der Einhell 1832 ein robustes und vielseitiges Werkzeug für präzise Schleifarbeiten. Er eignet sich ideal für Heimwerker und Profis, die Wert auf eine feine Oberfläche legen. Der Preis des Geräts kann über den in der Videobeschreibung angegebenen Link auf Amazon eingesehen werden. Der Bosch GEX185LI ist ein kompakter akkubetriebener Exzenter-Schleifer, der für anspruchsvolle Schleifarbeiten entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem leistungsstarken, bürstenlosen Motor, bietet eine konstante und effiziente Schleifleistung, die nahezu an kabelgebundene Modelle heranreicht. Dank der Anti-Vibrationstechnologie wird die Ermüdung der Hände reduziert, sodass auch längere Einsätze komfortabel bewältigt werden können. Der Schleifer ist Teil der Bosch Professional 18-Volt-Serie, was bedeutet, dass er mit allen 18-Volt-Akkus dieser Serie kompatibel ist. Ein Nachteil dieses Modells ist, dass er ohne Akku und Ladegerät geliefert wird, was zusätzliche Kosten verursachen kann, wenn man diese noch nicht besitzt. Außerdem ist der Schwingkreis mit 2,5 mm etwas kleiner im Vergleich zu anderen Modellen, was die Materialabtragung reduziert, aber dafür eine feinere Oberfläche ermöglicht. Insgesamt ist der Bosch 185 ein gut ausbalancierter und benutzerfreundlicher Exzenter-Schleifer, der sich besonders für präzise Schleifarbeiten eignet. Er bietet eine hervorragende Leistung für Heimwerker und Profis, die ein vielseitiges und tragbares Werkzeug suchen. Der Preis für das Gerät kann über den in der Videobeschreibung angegebenen Link auf Amazon eingesehen werden. Der Hikoki 1813 ist ein leistungsstarker, akkubetriebener Exzenter-Schleifer, der sich ideal für vielseitige Schleifarbeiten eignet. Dank seines bürstenlosen Motors liefert er eine konstante Leistung und eine längere Lebensdauer. Das Gerät ist kompatibel mit den Multivolt- und BSL-18-Akkus von Hikoki, was eine hohe Flexibilität ermöglicht. Ein weiteres Highlight ist die elektronische Bremse, die für zusätzliche Sicherheit sorgt, indem sie die Schleifscheibe schnell stoppt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Die variable Geschwindigkeitsregelung ermöglicht es, die Drehzahl präzise auf das jeweilige Material abzustimmen, was für feine und gleichmäßige Ergebnisse sorgt. Ein Nachteil dieses Modells ist das relativ hohe Gewicht von 2,2 Kilogramm, was bei längerem Einsatz ermüdend wirken kann. Zudem wird das Gerät ohne Akku und Ladegerät geliefert, was zusätzliche Anschaffungskosten bedeuten kann. Auch die Staubabsaugung könnte für bestimmte Anwendungsfälle verbesserungswürdig sein, obwohl sie bereits eine Effizienz von etwa 80% bietet. Insgesamt ist der Hikoki ein vielseitiges und zuverlässiges Werkzeug für den professionellen Einsatz und ambitionierte Heimwerker. Er bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und punktet durch seine Flexibilität und Langlebigkeit. Den Preis für das Gerät findest du über den in der Videobeschreibung angegebenen Link auf Amazon. Der DEWALT DCW210N ist ein kabelloser Exzenter-Schleifer, der dank seines bürstenlosen Motors eine hohe Effizienz und Langlebigkeit bietet. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht machen ihn ideal für längere Einsätze, ohne dass der Benutzer dabei ermüdet. Die variable Drehzahlregelung ermöglicht eine präzise Anpassung an unterschiedliche Materialien, was besonders für feine Arbeiten nützlich ist. Ein weiteres Highlight ist das effektive Staubabsaugungssystem, das für eine saubere Arbeitsumgebung sorgt. Auf der negativen Seite könnte der höhere Preis abschreckend wirken, besonders da das Gerät als Bare Unit verkauft wird, also ohne Akku und Ladegerät.
Zudem wird von einigen Nutzern berichtet, dass kleinere Akkus wie 1 Amperestunden nicht ausreichend sind, um längere Einsätze zu unterstützen, was die Nutzung etwas einschränken kann. Auch könnte die Handhabung in sehr engen Räumen herausfordernd sein, obwohl das Gerät gut ausbalanciert ist. Insgesamt ist der DeWalt eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Handwerker und ambitionierte Heimwerker, die auf der Suche nach einem leistungsstarken und vielseitigen Schleifer sind. Weitere Details zum Preis und zum Kauf finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Der Bosch GEX 12V 125 ist ein kompakter und leichter Exzenterschleifer, der besonders für Handwerker geeignet ist, die viel unterwegs sind. Mit seinem 12V Akku und dem bürstenlosen Motor bietet er eine gute Kombination aus Leistung und Mobilität. Die schlanke Bauweise und die ergonomische Handauflage ermöglichen präzise Kontrolle, selbst in engen oder schwer zugänglichen Bereichen. Zudem verfügt das Gerät über eine variable Geschwindigkeitsregelung, die es ermöglicht, den Schleifvorgang optimal an das jeweilige Material anzupassen. Ein möglicher Nachteil dieses Modells ist, dass er ohne Akku und Ladegerät verkauft wird, was zusätzliche Kosten verursachen kann, wenn man diese nicht bereits besitzt. Außerdem könnte die Leistung für besonders anspruchsvolle oder großflächige Projekte begrenzt sein, da der 12-Volt-Antrieb weniger kraftvoll ist als die 18-Volt-Alternativen. Auch die relativ kleine Exzentrizität von 1,25 mm könnte die Materialabtragung in einigen Anwendungen verlangsamen. Insgesamt ist der Bosch 12V 125 ein praktisches Werkzeug für feine Arbeiten und den mobilen Einsatz. Seine kompakte Bauweise gepaart mit dem Bosch Click und Clean System macht ihn zu einer guten Wahl für präzise Schleifarbeiten. Weitere Details zum Preis und zum Kauf finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Der Metabo SXA 12125 BL ist ein kompakter und extrem leichter Exzenterschleifer, der besonders für den mobilen Einsatz und Arbeiten über Kopf geeignet ist. Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor bietet dieses Gerät eine hohe Effizienz und eine lange Lebensdauer. Die geringe Bauhöhe und das niedrige Gewicht erleichtern die Führung des Schleifers nah an der Oberfläche, was eine präzise Kontrolle ermöglicht. Die stufenlose Drehzahlregulierung erlaubt die Anpassung der Schleifgeschwindigkeit an verschiedene Materialien, während das vibrationsarme Design für einen angenehmen Arbeitskomfort sorgt. Auf der anderen Seite könnte der 12V Akku für besonders anspruchsvolle oder großflächige Arbeiten als etwas unterdimensioniert empfunden werden. Zudem wird das Gerät ohne Akku und Ladegerät geliefert, was zusätzliche Anschaffungskosten verursachen kann. Ein weiterer Punkt ist der eher kleine Schwingkreisdurchschnitt von 2 mm, der die Materialabtragung in einigen Situationen verlangsamen könnte. Insgesamt ist der Metabo 12125 eine ausgezeichnete Wahl für präzise Schleifarbeiten und mobile Einsätze, bei denen Leichtigkeit und Handlichkeit gefragt sind. Weitere Informationen zum Preis und Kaufmöglichkeiten finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Der Makita DBO 180 ist ein kabelloser Exzenterschleifer, der für feines Finish-Schleifen entwickelt wurde und durch seinen kompakten Aufbau besticht. Das geringe Gewicht und die niedrige Bauhöhe sorgen für eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit, was besonders bei Arbeiten in Bodennähe vorteilhaft ist. Der Schleifer ist mit einem 18V Akku ausgestattet, der in 3 Geschwindigkeitsstufen betrieben werden kann, wodurch er sich optimal an verschiedene Materialien und Anwendungen anpassen lässt. Der Lieferumfang umfasst 2 5,0 Amperestunden Akkus, ein Schnellladegerät und einen praktischen Macpack-Koffer. Einige Schwachstellen dieses Modells sind sein höheres Gewicht im Vergleich zu anderen Modellen, was bei Überkopfarbeiten schnell ermüdend wirken kann. Zudem ist der 2,8 mm Schwingkreis eher für feine Schleifarbeiten geeignet, wodurch das Gerät bei gröberen Arbeiten möglicherweise an seine Grenzen stößt. Einige Nutzer berichten, dass die Staubabsaugung mit dem mitgelieferten Staubbeutel nicht immer optimal funktioniert, was allerdings durch den Anschluss eines Staubsaugers verbessert werden kann. Insgesamt ist der Makita eine ausgezeichnete Wahl für Handwerker, die Wert auf Mobilität und Präzision legen. Der Schleifer bietet eine gute Balance zwischen Leistung und Handhabung, ideal für anspruchsvolle Feinschliffarbeiten. Weitere Informationen und den aktuellen Preis finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!